Press the max. BMW lässt die Matrix des legendären 2002 TEI wieder aufleben und das mit dem 135i. Der 2002 TEI war damals ein Höllengerät mit sagenhaften 130 PS. Über so viel Leistung können die großen Augen hier nur müde lächeln, denn BMW hat dem 1er Coupé die volle Dröhnung verpasst, nämlich den Twin Turbo Hammer, den Sechszylinder aus dem 335i mit 306 PS, 400 Newtonmeter, Sechszylinder, klar, das ist so, als würde man in ein kleines Bier noch zusätzlich ein Fläschchen 75%igen Strohrum kippen. Der 135i zeigt, was er hat. Er hat das M-Paket verpasst bekommen, sieht man auch vorne an den Spoilern, und eigentlich müsste er auch M1 heißen, aber da hat man, glaube ich, noch ein bisschen Berührungsängste wegen dem legendären M1 aus den 80er Jahren. Von vorne sieht der 135i fast aus wie ein normaler 1er. Die Kotflügel haben ein paar Pfund drauf bekommen. An der Seite der typische Hängebauch. So schmutzig wie er im Moment ist, sieht er fast schon aus wie ein kleines Hängebauchschweinchen. Ansonsten hat man sich hier bei dem Coupé sehr an den Maßen von dem 2002 TEI gehalten. Das gilt besonders für das Greenhouse und vor allem natürlich hier die schlanke C-Säule. Das Heck ist kurz und knackig, das ist eine satte Optik, so wie, Liebling, ich habe das 3er Coupé geschrumpft. Und schon beim Anfahren merken wir hier, das ist das alte 02er Konzept. Zwei Türen, vorne Kraft ohne Ende und hinten den Antrieb. Einer der coolsten Nummer beim 135i ist, dass keiner ahnt, was da für eine Granate im Anrollen ist. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Powerstielchen heiße. Keiner, der dieses Auto im Rückspiegel sieht, denkt sich, dass hier 306 PS und 400 Newtonmeter kommen. Und der 135i ist so schnell von 0 auf 100 wie andere Autos, die 100 aufwärts kosten, nämlich in 5,3 Sekunden. Das war jetzt nicht der Tagesschau-Gong, sondern das ist unser Reminder, dass wir mit Winterreifen unterwegs sind. Und da ist das Limit nun mal auf 210 Stundenkilometer begrenzt. Normal fährt er 250, dann wird er abgeregelt. Theoretisch wären, glaube ich, 275 drin. Das Schöne am 135er Coupé ist, dass das keine Krawallbüchse ist, die mit dieser Riesendosis PS überhaupt nicht umgehen kann, sondern der Wagen ist wirklich immer Herr der Lage. Lässig wie Bond auf einer Cocktailparty geht der hier zur Sache. So, also auf der Autobahn hat er schon mal gezeigt, was er drauf hat. Aber ein BMW will man natürlich auch in den Kurven testen. Ich muss einfach noch mal diese brachiale Beschleunigung auskosten. 5,3 Sekunden auf 100, das in der Kompaktklasse. Das ist einfach sensationell. Der 2002 TI hat ja gerne mal das Beinchen gelüpft, wenn es ihm zu fix ging. Ansonsten war es ja ein ziemlich harter Hobel. Da ist hier der 135i schon etwas komfortabler abgestimmt, obwohl der auch relativ straff ist. Die Lenkung ist so zielsicher wie Luca Toni vor dem Tor. Da kann man richtig schön um die Kurven räubern. Und das elektronische Sperrdifferential sorgt nochmal für zusätzlich gute Traktion. Also mich würde es nicht wundern, wenn gerade auf engen, winkligen Kursen der 135i fast genauso gute Rundenzeiten in den Asphalt knallen würde wie ein M3. Wenn es nach mir ginge, Allradantrieb dran und raus in die Rallye-Weltmeisterschaft und allen anderen um die Ohren fahren. Gerade in den Kurven, da kommt so viel Spaß auf. Bei dieser Präzision und dieser Kraft, da weiß man, wer die Freude am Fahren erfunden hat. Test the Max.